So, in diesem Kapitel geht es jetzt um einige Themengebiete, die, naja, auf den ersten Blick ziemlich einfach erscheinen, aber dann auf den zweiten Blick doch etwas verwirrender sind, als man vielleicht zuerst gedacht hat. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und werden alles Stück für Stück verstehen. Um jetzt einfach mal anzufangen, male ich uns mal ein Gefäß hierhin. So, ein Gefäß. In diesem Gefäß haben wir nochmal blau, Wassermoleküle. So, Wassermoleküle. Genau, flüssiges Wasser, die dotzen so aneinander, schwirren da drin rum. Ja, flüssiges Wasser eben. Außerdem haben wir in dem Gefäß, malen wir jetzt mal in Orange, haben wir Zuckermoleküle. So, um es nochmal deutlicher zu machen, wir haben mehr Wasser, als wir Zucker haben. Ich male nochmal ein paar mehr, um das deutlicher zu machen. Okay. In dieser Situation, die ich hier jetzt gezeichnet habe, ist es so, dass das Wasser als Lösungsmittel bezeichnet wird. Wasser, schreibe ich mal zuerst Wasser hin. Wasser ist das Lösungsmittel. So, Wasser ist das Lösungsmittel. Sehr gut. Und das Lösungsmittel ist immer mehr vorhanden. Mehr vorhanden als der Zucker. Wir haben mehr Wasser als Zucker. Wasser ist das Lösungsmittel. Dann haben wir hier den Zucker. Zucker ist der gelöste Stoff, das gelöste. Ich schreibe mal gelöster Stoff. Okay, und der gelöste Stoff ist immer weniger vorhanden als das Lösungsmittel. Kann man ja auch gut erkennen auf meiner schönen Zeichnung. Genau, das Lösungsmittel musste jetzt nicht unbedingt Wasser sein. Es könnte auch irgendein Alkohol sein oder irgendein anderes Lösungsmittel. Und genauso geht es auch mit dem gelösten Stoff hier. Muss nicht unbedingt Zucker sein, kann auch irgendein Salz sein oder irgendwas anderes. Genau, ich habe jetzt nur Wasser und Zucker einmal ausgewählt. Das Ganze, was wir dann hier haben, nennt man eine Lösung. Eine Lösung. So, passt es noch hier hin? Ja, super, perfekt. Eine Lösung. Wir haben eine Lösung aus Wasser und Zucker. Das Lösungsmittel ist Wasser. Und der gelöste Stoff ist Zucker und wir erhalten die Lösung. Ihr selbst stellt auch ziemlich oft Lösungen her. Naja, stellt euch mal vor, ihr kocht Nudeln, dann macht ihr doch bestimmt Salz ins Wasser. Und wenn ihr das tut, stellt ihr auch schon wieder eine Lösung her, eine Lösung aus Wasser und Salz. Okay, man sagt, der Zucker wird in Wasser gelöst. So sagt man das dann. Warum rede ich jetzt eigentlich überhaupt darüber? Naja, ihr sagt vielleicht, es ist doch alles jetzt erst noch ganz einfach. Ich will aber auf was ganz Spezielles hinaus, was auch unser erstes Thema jetzt sein wird. Und deswegen schreibe ich es auch mal hier hin. Ich möchte auf eine Sache hinaus, die sich Diffusion nennt. Diffusion, das umrande ich mal noch, weil es so wichtig wird. Die nächsten Minuten, die Diffusion. Genau, und um die Diffusion zu erklären, wähle ich jetzt erstmal noch ein anderes Beispiel. Also ich komme jetzt mal kurz bin ich mal weg von unserem Beispiel mit Zucker und Wasser und nehme kurz ein anderes Beispiel, um einige Dinge klar zu machen. Dazu male ich mir hier mal nochmal ein Gefäß hin. Und in dieses Gefäß male ich hier unten, sagen wir mal, Gasmoleküle. Irgendein Gas, wir sagen jetzt mal, es ist Sauerstoff. Genau, hier habe ich Gas in diesem Gefäß. Diese Moleküle bewegen sich, wie auch oben schon das Wasser und der Zucker, in alle möglichen Richtungen. Zufällig in alle möglichen Richtungen, genau. So wird es sein. Was passiert jetzt? Sie bewegen sich in alle möglichen Richtungen. Man sagt, die haben Bewegungsenergie, kinetische Energie, Bewegungsenergie. Die bewegen sich in alle Richtungen, dotzen hier mal gegen die Wand, dotzen an sich gegenseitig. Und wenn sie jetzt in diese Richtung sich bewegen, könnt ihr euch vorstellen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie irgendwo dagegen schlagen, entweder an ein anderes Sauerstoffmolekül oder an die Wand. Aber in diese Richtung haben sie sehr viel Platz. Da ist nichts, wo sie, bis dann die Wand kommt, ist da erstmal nichts, wo sie dagegen schlagen können. Das heißt, hier haben sie ziemlich viel Platz. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich hierhin bewegen, diese Sauerstoffmoleküle, ist höher als in diese Richtung. Denn hier werden sie immer wieder zurückgestoßen werden, während sie hier sich schön bewegen können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie sich hierhin bewegen werden. Für uns bedeutet das also was? Wir bekommen eine Situation, die dann irgendwann nach einiger Zeit so aussieht. Ich male nochmal das Gefäß hin, das gleiche Gefäß. Nach einiger Zeit wird es dann so aussehen, dass diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir, 6 Sauerstoffmoleküle
relativ gleichmäßig verteilt im Raum vorliegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Betone ich nochmal, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie so vorliegen. Es könnte auch sein, dass sie zufällig sich nochmal alle hier sammeln. Aber es ist doch relativ wahrscheinlich, dass sie sich alle hier sammeln werden. Und genau das ist es, was bei der Diffusion passiert. Die Teilchen verteilen sich vom Ort mit hoher Konzentration zu Orten mit niedriger Konzentration. Die Teilchen verteilen sich so, dass die Konzentration überall gleichmäßig ist. Das ist Diffusion. Jetzt fragst du dich ja, was ist denn überhaupt Konzentration? Jetzt nutze ich das einfach so, als müsste man jetzt wissen, was das ist. Nee, muss man nicht. Ich erkläre es nämlich nochmal. Also, was ist eigentlich Konzentration? Chemisch betrachtet könnte man da jetzt mit Molarität anfangen und so weiter, aber so tief möchte ich gar nicht reingehen. Das könnt ihr nochmal nachschauen in einem Chemievideo, wenn ihr das gerne wissen möchtet. Ich werde Konzentration jetzt mal so erklären. Und das ist auch eine einfache Erklärung. Die Konzentration ist die Anzahl an Molekülen oder Teilchen pro Raum. Das bedeutet, wie viele Teilchen habe ich auf einem bestimmten Raum? Kann ich jetzt auch hier ganz leicht darstellen. Hier habe ich auf diesem Raum hier unten, den ich hier jetzt rot mal umkreise, habe ich 6 Teilchen, eine hohe Konzentration. Hier habe ich auf demselben Raum nur noch 1 Teilchen, eine niedrige Konzentration. Und bei der Diffusion ist das Grundprinzip, dass die Teilchen immer danach streben, von einem Raum mit hoher Konzentration zu einem Raum zu kommen mit niedriger Konzentration, wie wir es hier hätten. Also, dass sich die Teilchen gleichmäßig verteilen, sodass man nirgends so eine Konzentrationsballung, sage ich jetzt mal, hat, wie auf diesem Bild. Nein, das wollen die Teilchen nicht gerne haben. Das ist nicht bequem für die, denn die dotzen dann so aneinander und das ist einfach nicht bequem. Und deswegen werden sie sich im Raum verteilen, sodass die Konzentration ausgeglichen ist. Genau, hätten wir das also geklärt. Dann komme ich jetzt nochmal zurück zu unserem Beispiel hier oben mit, das mit dem hin und her schieben muss ich wohl nochmal üben. So, noch ein Beispiel hier oben mit dem Zucker und dem Wasser. Hier kommen wir jetzt nochmal drauf zurück. Und dieses Mal machen wir das aber anders. Wir haben dieses Mal, male ich uns zwei Gefäße, so ungefähr, zwei Gefäße, die über eine Art Tunnel miteinander verbunden sind. Upsala. Naja, ihr könnt euch vorstellen, was es sein soll. Ich bin gerade nicht so gut im geradlinigen Zeichnen. Okay, hier haben wir also den Tunnel, der die beiden Gefäße verbindet. Dann haben wir auf beiden Seiten des Gefäßes Wassermoleküle. Die male ich jetzt mal schnell. Wir haben also hier überall Wassermoleküle auf beiden Seiten, in den beiden Gefäßen. Ja, ungefähr gleich viele Wassermoleküle. Denn ihr kennt es, wenn ihr zwei Gefäße verbindet mit so einem Schlauch oder über so einen Tunnel, dann wird immer auf beiden Seiten gleich viel Wasser sein. Das ist ja nicht plötzlich so, dass alle Wassermoleküle jetzt hier rüber wollen. Das ist es ja nicht. Ihr wisst es ja einfach aus dem Alltag, dass auf beiden Seiten irgendwie immer gleich viel Wasser drin ist. Es ist halt einfach so. Okay, dann haben wir auf der linken Seite noch Zucker. Und auf der linken Seite machen wir Orange. Ich glaube, am Anfang hatten wir auch Orange. Machen wir das jetzt auch. So, 4 Zuckermoleküle, wieder größer als das Wasser. Wir kennen das schon. So, was passiert jetzt? Die Teilchen bewegen sich wieder, ihr kennt es schon, alle wild hin und her und dotzen aneinander und so weiter. Und dann passiert es doch einfach zufällig, dass Teilchen mal durch diesen Tunnel gehen. Wassermoleküle hin und her, immer ausgeglichen auf beiden Seiten, immer hin und her. Und auch, es wird auch mal passieren, dass ein Zuckermolekül seinen Weg findet und auf die andere Seite rüberwandert. So. Das wird auch passieren. Genau. Dann haben wir das Zuckermolekül hier weg. Und hier ist eins. Genau. Und die dotzen dann auch wieder wild hin und her, aneinander, auf beiden Seiten. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Zuckermolekül, also es ist natürlich jetzt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das Zuckermolekül auch wieder zurück will. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall immer noch höher, dass noch eins von hier rüberkommt. Warum ist die Wahrscheinlichkeit höher? Weil wir haben hier nun mal 3 Zuckermoleküle und hier nur 1. Also haben wir hier eine höhere Wahrscheinlichkeit. Es ist einfach wahrscheinlicher, dass eins von den 3 den Weg rüberfindet, als dass das eine den Weg nochmal hier rüberfindet. Das bedeutet, wir haben nochmal ein Zuckermolekül, das seinen Weg hier rüberfindet, wahrscheinlich irgendwann nach einer gewissen Zeit. Und dann haben wir auf beiden Seiten 2 Zuckermoleküle. So. Genau, wir haben auf beiden Seiten dann 2 Zuckermoleküle. Hier haben wir 2 und hier haben wir die 2, die von hier rüber gewandert sind. Und das genau passiert bei der Diffusion.
die Zuckermoleküle wollen hier von dieser Seite, wo die Konzentration ja höher war, wollen sie hier rüber wandern, weil die Konzentration hier niedriger ist. Um das nochmal klar zu machen, es ist nicht der Wille der Zuckermoleküle, aber das passiert einfach durch die Bewegung und einfach durch die Wahrscheinlichkeiten. Passiert das, ist es wahrscheinlich, dass dass zwei von den vier Zuckermolekülen hier drüben dann landen, damit die Konzentrationen ausgeglichen sind. Und das ist wieder das, was bei der Diffusion passiert. Das schreibe ich nochmal daneben, weil es so wichtig ist. Das ist, was bei der Diffusion passiert. Und nun ist es halt so, dass auch mal wieder ein Molekül natürlich auch nochmal hier rüber wandert, aber genauso auch nochmal eins hier rüber. Genauso machen es die Wassermoleküle auch. Es wird immer so eine ausgeglichene Situation entstehen bei der Diffusion. Genau wie wir es hier oben auch schon gesehen haben. Dass sich die Teilchen einfach gleichmäßig verteilen werden. Genauso ist es hier auch. Durch den Tunnel passen ja Zucker- und Wassermoleküle durch. Von daher ist die Diffusion, kann passieren. Genau. So, und wenn ihr ja mitreden wollt, wenn demnächst jemand vielleicht über Diffusion redet, wollt ihr ja mitreden und wollt auch Fachbegriffe anwenden. Und deswegen werden wir jetzt noch ein paar Fachbegriffe lernen, die mit der Diffusion zu tun haben. Und zwar, wir haben ja am Anfang hier eine höhere Konzentration gehabt als hier. Das schreibe ich mal gerade kurz hin. Am Anfang hatten wir auf dieser linken Seite eine höhere Konzentration. Das ist ja alles immer relativ. Ich sage jetzt eine höhere Konzentration in Bezug auf die rechte Seite. Hatten wir auf der linken Seite eine höhere Konzentration. Im Gegensatz dazu hatten wir auf der linken Seite eben relativ gesehen eine niedrigere Konzentration. Niedrigere Konzentration. Gut, ich hoffe, ihr könnt das alles gut lesen. Konzentration. Okay, ihr könnt es euch denken, niedrigere Konzentration. Okay. Dann im Fachbegriff, wenn man jetzt mit Fachbegriffen reden möchte, bedeutet das hier auf der linken Seite, wo wir am Anfang, also in unserer Ausgangssituation, mehr Zuckermoleküle hatten, hatten wir eine, das mache ich mal in einer anderen Farbe, und zwar vielleicht in so einem schönen Lila hier, hatten wir eine hypertonische Lösung. Hypertonische Lösung. Wir hatten eine höhere Konzentration an Zucker auf dieser Seite. Und im Gegensatz dazu hatten wir auf der rechten Seite eine hypotonische Lösung. Hypotonische Lösung. Wir hatten weniger Zuckermoleküle auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Das sind wichtige Worte, die man sich unbedingt merken sollte, wenn es um Diffusion geht. Höhere Konzentration zu Beginn, die wir zu Beginn hier hatten, war die hypertonische Lösung und die niedrigere Konzentration ist die hypotonische Lösung. Das bedeutet also, bei der Diffusion wollen die Teilchen immer von der Seite oder von dem Ort, wo die Konzentration höher ist, zu dem Ort, wo die Konzentration niedriger ist. Also von der hypertonischen Seite zur hypotonischen Seite. So, was wäre jetzt aber, wenn wir jetzt eine Situation hätten, in der jetzt die Zuckermoleküle zu groß wären, um hier durchzupassen? Wasser könnte aber durch. Bei der Diffusion ist es ja so, dass alles durchpasst. Dann passt ja Zucker und Wasser durch, dann passiert Diffusion. Allerdings kann man sich auch eine Situation vorstellen, in der Zucker vielleicht hier nicht durchpassen würde. Was würde denn dann passieren? Das ist die Frage. Was glaubt ihr, was dann passieren würde? Um die Frage zu beantworten, schiebe ich das gerade mal hier hoch und zeichne mir hier unten noch ein neues Bild hin. Und zwar zeichne ich hier einfach mal praktisch einen Außenraum. Und das bedeutet, wir zeichnen uns hier mal Wassermoleküle nochmal hin. Genau, die Wassermoleküle hier außenrum. Und dann haben wir hier eine Membran. Eine Membran. Hier ist eine Membran. Und innen haben wir ebenfalls Wassermoleküle, die ich wieder blau darstelle. Genau. Was ist jetzt eine Membran? Naja, eine Membran ist sowas wie eine Barriere, die man in biologischen Systemen, also in der Biologie, ganz oft findet. Die trennen verschiedene Orte voneinander ab. Hier zum Beispiel trennt diese Membran den Innenraum vom Außenraum ab. So, in diesem Fall, bei uns hier haben wir noch im Innenraum, also innen in der Membran, also hier innen drin, Zuckermoleküle. Unsere schon bekannten Zuckermoleküle haben wir hier. Genau,
So, diese Membran, die ich jetzt hier gezeichnet habe, die ist semipermeabel. Eine semipermeable Membran. Ich erkläre euch sofort, was das bedeutet. Aber ich schreibe es auch nochmal auf, weil es doch ein bisschen kompliziertes Wort ist. Semipermeable Membran. So, permeabel bedeutet durchlässig. Semipermeabel bedeutet aber nicht ganz durchlässig, nur halb durchlässig. Und zwar ist unsere Membran hier, die ich hier gemalt habe, nur für Wasser durchlässig. Allerdings, Zucker kommt nicht durch. Die Zuckermoleküle sind schlicht und ergreifend zu groß, um durch diese Membran durchzukönnen. So, um jetzt genauer zu verstehen, was da passiert, zeichne ich mal noch die Membran etwas rausgezoomt auf. Das bedeutet, die Membran würde dann so aussehen. Ich hatte hier braun genommen für die Membran. Die Membran würde dann ungefähr so aussehen. Ja? Die Membran hat solche kleinen Löcher, solche Poren. Ja, die sehen ungefähr so aus. Dann haben wir hier nochmal, jetzt male ich nochmal das Wasser. Wir haben ja auf beiden Seiten Wasser. Wir sagen mal, das hier ist innen, wo ich jetzt anfange. Haben wir hier die Wassermoleküle innen, genau, und außen. Und außen haben wir ja auch Wassermoleküle, genau so. Außen haben wir auch Wassermoleküle. Und jetzt haben wir innen auch noch den Zucker. Und die Zuckermoleküle male ich wieder orange und auch wieder groß. Und wir immer hier gleich bleiben, genau. So, ja, was wird jetzt passieren, fragt ihr euch. Ja, was wird passieren? So reden wir gerade auch mal kurz über unsere Fachbegriffe, bevor wir uns der Frage widmen, was denn jetzt passiert. Also, unsere Fachbegriffe waren ja, wir haben hier unser Lösungsmittel, das Wasser, welches durch diese kleinen Löcher hier durchpasst. Wir haben unseren gelösten Stoff, den Zucker, der nicht durch unsere semipermeable Membran durchpasst. Wir haben die semipermeable Membran, wie gesagt, die Wasser durchlässt, Zucker aber nicht. Dann haben wir unsere Fachbegriffe wie hypertonisch. Wo ist denn hier unsere hypertonische Lösung? Die ist ja genau auf der Innenseite. Das bedeutet, das hier ist die hypertonische Lösung. Und dann haben wir die hypertonische Lösung auf der Außenseite. Hier ist hypotonisch. Genau, hypotonisch. Hypotonisch. Genau, und so sind wir auch hier bei unserem gezoomten Bild. Ist das die hypertonische Seite? Genau, ihr wisst, was ich meine. So. Wenn jetzt diese Löcher hier groß genug wären, dass auch der Zucker hindurchpassen würde, hätten wir genau dieselbe Situation, die wir hier oben hatten. Ich gehe nochmal kurz dahin. Hätten wir genau dieselbe Situation wie hier. Upsala. Hätten wir genau dieselbe Situation wie hier und wie hier. Dann würde es dazu kommen, dass die Teilchen sich einfach gleichmäßig verteilen würden, wie bei einer ganz normalen Diffusion, wären diese Löcher in der Membran groß genug. Aber die Löcher in der Membran sind nicht groß genug, dass die Zuckermoleküle hindurchpassen würden. Also haben wir eine andere Situation hier. Wären die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser in diese Richtung geht oder in diese Richtung geht, genau gleich. Aber die Zuckermoleküle sind nun mal hier und deswegen sind die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr gleich. Warum? Warum sind die Wahrscheinlichkeiten jetzt nicht mehr gleich, dass das Wasser von hier nach hier und von hier nach hier geht? Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser von der Innenseite, also von hier, was wir hier auf diesem Bild hatten, nach außen geht, warum ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das passiert, als dass das Wasser von außen nach innen geht? Warum ist es denn so? Ja, wir können uns das so vorstellen, dass diese Zuckermoleküle sind ja auch da und gehen genauso, bewegen sich genauso zufällig in alle Richtungen wie die Wassermoleküle. Und so kommt es eben auch vor, dass so ein Zuckermolekül mal zufällig sich hier an so einem Loch befindet und somit den Platz einem Wassermolekül wegnimmt, was vielleicht gerne hier durchgegangen wäre. Es nimmt den Platz einfach weg und das Wassermolekül hat damit keine Chance mehr durchzugehen. Hier hingegen nimmt kein Zuckermolekül den Platz weg und blockiert somit den Durchgang für das Wasser und somit kann das Wasser von der Seite immer ungehindert hier durch. Das bedeutet, auf der Seite kann es passieren, dass dieser Platz vor dem Loch einfach blockiert wird von einem Zuckermolekül für eine Zeit lang. Ist ja nicht die ganze Zeit so, es bewegt sich auch wieder weg, dann kann man wieder in Wasser durch. Aber es ist eben auch so, dass mein Zuckermolekül da ist und somit die Wassermoleküle daran andotzen praktisch und wieder weggeschleudert werden und nicht durch das Loch können. Und das passiert hier eben nicht. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Wasser von der Seite auf diese Seite fließt.
Ich mache mal einen Pfeil hin. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das Wasser auf diese Seite fließt, als umgekehrt. Eben, ich wiederhole es noch einmal, weil es doch etwas kompliziert ist zu verstehen. Eben weil diese Zuckermoleküle praktisch um diesen Platz mit dem Wasser konkurrieren, um diesen Platz an diesem Loch der Membran. Das Wasser schafft es dann einfach mal von Zeit zu Zeit nicht hier durch, weil dann Zuckermolekül in den Weg verbaut. Auf dieser Seite ist das nicht der Fall, weil hier keine Zuckermoleküle vorhanden sind. Ihr dürft auch in der ganzen Sache nicht vergessen, dass wir ja viel, viel mehr Moleküle haben, als ich hier zeichne. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja noch viel, ist ja auf der Seite noch viel größer, dass mal ein Zuckermolekül da ist und hier viel größer, dass noch mehr Wassermoleküle da sind. Also hier sind noch viel mehr Moleküle und diese Prozesse, die ich euch gerade erklärt habe, laufen ganz oft ab. Das bedeutet auch, dass wir also in dieser Situation, die ich euch hier gezeigt habe, die ja hier auch dargestellt ist, haben wir also einen Fluss des Wassers, der nach innen gerichtet ist. Das Wasser tendiert dazu, nach innen zu fließen, aus den eben genannten Gründen. Das ist keine Magie, dass das Wasser jetzt denkt, ich muss jetzt nach innen fließen, sondern das sind einfach diese Wahrscheinlichkeiten, die wir hier haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser nach innen fließt, hier, sind einfach höher, als dass es nach außen fließt. Wir haben gerade gehört, warum das so ist. Und genau hier ist auch wieder genau diese Situation, dass das Wasser also dorthin fließt, wo die Konzentration an gelösten Stoffen höher ist. Das bedeutet, die Konzentration wollen sich hier wieder ausgleichen. Das bedeutet, das Wasser fließt von der hypotonischen Lösung zur hypertonischen Lösung. Und jetzt müsst ihr euch nochmal vor Augen führen, dass diese Begriffe hypo und hypertonisch immer auf das Lösung, auf den gelösten Stoff bezogen sind. Ja, also diese Lösung hier außen ist in Bezug auf den gelösten Stoff hypotonisch. Ja, gelöster Stoff, schreibt es mal noch hier hin. Ja, in Bezug auf den gelösten Stoff ist diese Lösung außenrum um unsere Membran hypotonisch und innen in Bezug auf den gelösten Stoff, gelöster Stoff, hypertonisch. Das müsst ihr euch nochmal vor Augen führen. Und so fließt das Wasser von der Situation, von der hypotonischen Situation zur hypertonischen Situation. Ja, das verwirrt immer ein bisschen, ich weiß. Die Sache, die ihr euch aber unbedingt merken müsst, und jetzt kommt es die Quintessenz aus dem, was ich euch gesagt habe und was ihr euch unbedingt merken müsst. In solchen Situationen, die wir hier haben, tendieren die Teilchen immer dazu, die Konzentration auszugleichen. Sie werden alles tun, damit die Konzentrationen ausgeglichen sind. Das ist ein Grundprinzip der Chemie und somit auch der Biologie. Das könnt ihr euch einfach so merken. Die Teilchen möchten nicht, dass auf der einen Seite eine höhere Konzentration ist als auf der anderen Seite. Deswegen wollen sie diese Situation mit allen Mitteln ausgleichen. Die Konzentrationen sollen ausgeglichen werden. Und nun kommen wir zum Namen dieses Prinzips, das ich euch die ganze Zeit erklärt habe hiermit. Dieses Prinzip hat einen Namen. Diese Idee, dass ein Lösungsmittel durch eine Membran kann, in unserem Fall ist es also Wasser, diese Idee, dass das Lösungsmittel durch die Membran kann, der gelöste Stoff aber nicht. Und diese spezielle Art von Diffusion, die wir also hier die ganze Zeit beschrieben haben, nennt man Osmose. Osmose, das schreibe ich hier unten drunter, weil ich oben drüber keinen Platz mehr habe, schreibe ich. Osmose, sehr wichtig. Osmose ist eine bestimmte Form der Diffusion, die immer damit zu tun hat, dass eine semipermeable Membran vorhanden ist, die dafür sorgt, dass das Lösungsmittel durch kann, aber der gelöste Stoff nicht. In unserem Fall kann das Wasser eben durch die Membran durch, das Lösungsmittel kann aber nicht durch die Membran durch. Und das ist Osmose. Und jetzt würde auch in unserem Fall hier, würde immer mehr Wasser hier reinfließen in unsere Membran. Und wenn das möglich wäre, würde sich dann die Membran ausdehnen, sodass irgendwann die Konzentration ausgeglichen wäre. So, und auch bei Osmose ist es so, dass irgendwann, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht irgendwie hier außen doch noch irgendwie ein, zwei Zuckermoleküle haben und hier auch. Auch bei Osmose ist es so, dass irgendwann durch das Nachfließen von Wasser nach innen die Konzentrationen wieder ausgeglichen sind, wieder in einem gleichen Verhältnis stehen, sodass die Konzentrationen ausgeglichen sind. Auch bei Osmose ist es so, dass die Stoffe eben dazu tendieren. Bei Diffusion und Osmose ist es so, die Stoffe tendieren dazu, die Konzentration auszugleichen in der Lösung. So, und jetzt nur noch einmal ganz kurz zum Schluss zusammenfassend, damit ihr auch wirklich alle verstanden habt, was der Unterschied zwischen Diffusion und Osmose ist. Diffusion ist... Diffusion ist die,
die Ausbreitung eines Stoffes in einem Raum, sodass die Konzentration ausgeglichen ist. Das ist Diffusion, ohne dass eine Barriere da ist. Bei Osmose hingegen ist es so, dass wir immer diese Barriere haben. Hier sind wir. Bei der Osmose ist es so, dass wir immer diese Barriere haben, diese semipermeable Membran, die als Barriere fungiert und die nur das Lösungsmittel durchlässt, in unserem Fall Wasser, den gelösten Stoff, in unserem Fall Zucker, aber nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Diffusion und Osmose. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert ruhig und fragt mich.